Liebe Zuschauer, herzlich willkommen aus Düsseldorf. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von HSBC Daily Trading TV. Ja, normalerweise sind Sie an dieser Stelle gewohnt, dass wir analog zu unserem börsentäglichen Newsletter Ihnen spannende Basiswerte mit charttechnisch vielversprechenden Konstellationen präsentieren. Das ist heute leider nicht so. Also diejenigen, die auf zwei spannende Basiswerte warten, muss ich leider enttäuschen. Ich hoffe aber, dass sich Ihre Enttäuschung in Grenzen halten wird, denn wir möchten auf eine sehr spannende, sehr interessante Marktanomalie hinweisen, die auf unserer Seite tatsächlich für einen der größten Aha-Effekte der letzten Jahre gesorgt hat. Wir haben nämlich den DAX mal untersucht auf Basis der Daten von 2000 bis Ende Oktober 2017. Was ist Intraday möglich? Was machen Kurslücken aus? Und so weiter. Sorry. Zunächst vielleicht aber mal einen Schritt zurück. Wir wollen uns dem Thema widmen mit ganz einfachen Fragestellungen, und Sie können sich selber überprüfen. Notieren Sie die Antworten auf die Fragen, die ich jetzt formulieren werde, auf ein Stück Papier. Seien Sie ehrlich zu sich, und wenn Sie auf die gestellten Fragen oftmals mit Ja antworten würden, wenn der erste Impuls eine Zustimmung ist, dann lohnt sich die heutige Sendung ganz besonders intensiv zu verfolgen, denn dann werden Sie den gleichen Aha-Effekt haben, wie wir ihn hatten. So, nun zu den Fragen. Liebe Zuschauer, glauben Sie, dass der DAX seit dem Jahr 2000, seit Anfang 2000 unterm Strich trotz aller Schwankungen sich in einem Aufwärtstrend befindet? Ja oder nein? Die zweite Frage wäre, glauben Sie, dass in einem Aufwärtstrend es mehr Handelstage mit steigender Tendenz als mit fallender Tendenz gibt? Die dritte Frage ist, glauben Sie, dass man mit Intraday-Handel oder mit Daytrading unterm Strich Geld verdienen kann? Und als letztes, glauben Sie, dass man mit dem Glattstellen von bestehenden Long-Engagements zum Handelsschluss das Risiko einer Position reduzieren kann? Ja oder nein? Wie gesagt, wenn Sie auf diese Fragen mit dem ersten Impuls vielfach eine Zustimmung oder mit Ja geantwortet hätten, dann müssen Sie jetzt definitiv am Ball bleiben. Wir haben als Grafik aufbereitet, wie sich der DAX entwickelt hat. Und wenn man die Grafik sieht, dann zeigt in der Mitte diese Grafik die DAX-Entwicklung, wie Sie sie aus der Zeitung kennen, nämlich von 2000 bis Ende Oktober 2017. Kommen wir zum negativen Verlauf, zum unteren Chart, zur unteren Linie. Was hat es damit auf sich? Das ist das, was Sie als Investor als Ergebnis bekommen würden, wenn Sie jeden Handelstag seit Anfang 2000 zur Eröffnung eine Long-Position im DAX eröffnet hätten und diese Long-Position jeweils bis zum Handelsschluss des jeweiligen Handelstages gehalten hätten. Also das ist das Ergebnis, das Sie im Intraday-Handel vom Eröffnungskurs bis zum Schlusskurs im DAX hätten realisieren können. Und Sie sehen schon, der Kursverlauf ist eine herbe Enttäuschung. Sie hätten deutliche Kursverluste hinnehmen müssen. Jetzt die spannende aller Fragen. Wo kommt die Linie oberhalb des DAX-Verlaufes her? Das ist, wenn man die Strategie umdreht und sagt, ich bin nicht Intraday unterwegs, sondern ich möchte nur das Übernachtrisiko eingehen. Ja, also den Schlusskurs des Handelstags nutze ich, um mein Long-Engagement im DAX einzugehen und halte diese Position bis zum Eröffnungskurs am Folgetag. Und dann sieht man, dass die Kurslücken, die Aufwärtsgaps, insbesondere seit 2009 einen sehr großen Einfluss auf die Performance haben. Es ist also ein wichtiger Renditebringer seit 2000, und seit 2009 sind die Gaps sogar noch mal deutlich
wichtiger geworden. Also es scheint ein vielversprechender Ansatz zu sein, auch mal auf Kurslücken zu setzen. In der Mehrzahl der Fälle, nämlich in über 54% aller Fälle, kommt es zu einer positiven Aufwärtskurslücke. Und das Overnight-Risiko, davon kann eigentlich keine Rede sein. Risiko, welches Risiko? Es ist eher eine Übernacht-Chance. Also das war, wie gesagt, eines der größten Aha-Effekte, die wir in den letzten Jahren persönlich erzielen konnten. Aber wenn wir solche Strategien testen, dann schauen wir nicht nur auf die Rendite, was verspricht diese Strategie an Potenzial nach oben, sondern wir machen auch explizit eine Risikobetrachtung. Die Trefferquote mit 54% für das Handeln der Overnight-Positionen hatte ich schon angesprochen, aber interessant ist auch noch die Betrachtung der Volatilität. Also wie viel Schwankungen muss ich akzeptieren, wenn ich eine Strategie umsetze? Und wenn man Intraday unterwegs ist, dann ist die Volatilität auf Jahressicht nahezu vergleichbar auf einem ähnlichen Niveau, wie wenn man das Buy-and-Hold-Investment in den DAX getätigt hätte. Wenn man nur über Nacht unterwegs ist, dann führt das letztlich fast zu einer Drittelung der Volatilität, die wir in Kauf nehmen müssen. Also auch unter Risikogesichtspunkten das Overnight-Risiko oder die Overnight-Strategie mit dem gewissen Etwas unterwegs. Und im letzten Schritt, wenn wir eigene Strategien testen, schauen wir uns gerne auch Stressszenarien an. Wir schauen uns an, wie sich eine Handelssystematik geschlagen hat in den großen Bässephasen, in den letzten Rückschlägen der Märkte, also von 2000 bis 2003, 2008, 2009 beispielsweise, um die letzten beiden großen Rückschläge zu zitieren, aber auch 2011 und in der Korrektur von April 2015 bis Februar 2016. Und da muss man unterm Strich sagen, dass da die Übernachtstrategie auch gute Dienste leistet. Denn oftmals geht sie einher mit einer Reduzierung der Kursverluste. Im Fall der letzten ernsthaften Korrektur von April 15 bis Februar 2016 hat die Übernachtstrategie sogar weitere Kursgewinne produziert. Also, Quintessenz daraus, Übernachtrisiko ist eher eine Übernachtchance. Wenn man Long-Positionen glattstellen möchte, könnte man auch durchaus mal zu dem Schluss kommen, es lohnt sich, diese vielleicht noch bis zur Eröffnung am nächsten Tag zu halten. Das sind zwei Schlüsse, die Sie aus dieser Grafik ziehen können. Und dann hoffen wir heute mal sozusagen die ausgetretenen Pfade verlassen zu haben, aber dennoch Ihnen ein sehr spannendes Thema, nämlich das Thema Übernacht-Gaps im DAX präsentieren konnten. Und wir hoffen, es hatte für Sie einen Mehrwert und die Lernkurve war gegeben. Für uns war es, wie gesagt, einer der größten Aha-Effekte der letzten Jahre. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank fürs Zuschauen. Machen Sie es gut und tschüss aus Düsseldorf.